Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Simple Planes. Und mittlerweile wird es langsam Herbst. Deswegen, wenn ihr Regengeräusche hört, dürft ihr es gerne behalten. Aber es regnet momentan jedes Mal, wenn ich aufnehmen will. Da müssen wir uns leider dran gewöhnen. Und auch so vom Licht her, es geht heute noch. Aber Lampe muss ich jetzt noch nicht anschmeißen. Ich finde, das geht noch so. Aber so langsam, man merkt, die Tage werden kürzer. Es wird kälter, was ich nicht so schlecht finde. Aber man muss sich halt mal dran gewöhnen, ne? So. Und wir haben heute wieder 5 wunderschöne Werke bekommen. Challenge-Ankündigung für die nächste Challenge kommt auch noch, weil ich habe jetzt mich für eine entschieden, die wurde schon ein paar Mal vorgeschlagen, aber ja, habe mich jetzt einfach entschieden. Deswegen hat mir schon länger gedauert, dadurch, dass ich im Urlaub war, halt eine Woche noch mit Verzug, aber das kriegen wir auch so hin. So, wir sind bei Folge 427, glaube ich. Was habe ich vorhin eingegeben? Ja, 427, und wir beginnen mit dem A118B Nightwing von Lupus Germanus. Und den muss ich tatsächlich sagen, finde ich echt schnieke. Lupus Germanus macht sich langsam aber sicher. Ich kann ja mal kurz gucken, wie seine Geschichte so ein bisschen war. Er ist ja noch nicht so lange dabei. Seit 402, also erst seit den neuen Folgen quasi. Also damit hat es angefangen. Wobei, es war eigentlich schon, hatte schon immer mehr oder weniger Hand und Fuß. Aber es kommt jetzt halt immer deutlicher hervor, der Mann hat Übung oder die Frau. Also sind schon richtig schnieke Sachen dabei. Aber da ist halt schon viel, viel Aufwand mit betrieben worden. Ach stimmt, an das kann ich mir auch erinnern. Das war super. Also die sind schon große Kunst, finde ich. Also auf jeden Fall definitiv erweiterter Kreis unserer Meisterbauer. Wobei, da ist es ja so ein bisschen zerfleddert, Kevin. Also Master Keo, den haben wir ja auch so ein bisschen verloren. Was allerdings momentan so ein bisschen, wie nenne ich das, mit seinen Lebensumständen zu tun hat. Das geht momentan einfach schlecht bei ihm. Aber den holen wir uns auch wieder ab. So, gucken wir mal, was der Tarnkappenbomber so drauf hat. Wie von dem Teil zu erwarten ist, ist er halt sehr gemächlich, sehr cool drauf. So ein Chiller-Flugzeug. Und jetzt gucken wir mal noch nebenher, was sagt denn die Beschreibung? Also wenn ich mich dazu entscheide, das hier als Thumbnail zu nehmen, dann werde ich dir wahrscheinlich auch schlicht und ergreifend von der Simple Plane Seite das eine Bild klauen, weil das voll geil ist. Das ist richtig gut geworden, das Thumbnail. Ist das? Da muss ich gleich mal gucken, ob das 1080p ist. So, was haben wir denn? A118B Nightwing is a relatively small stealth bomber, especially designed to destroy vital enemy targets. Also er fliegt schon mal super angenehm, muss ich sagen. Sehr schön. Und wir haben insgesamt 4 verschiedene Gruppen. Auch das hier, wie sich es in die Kurve legt. Sehr sexy, muss ich sagen. Afterburner auf der 1, 2 die Bombentüren, dann die Bomben auf der 3 und 4 Stealth Mode. Dann bin ich mal gespannt. Also erstmal machen wir den Stealth Mode rein. Da steht dabei, dass die Klappen fürs Yaw, also fürs hin und her wackeln, blockiert sind. Ja, die gehen jetzt nicht mehr, ne? Aber sonst hat sich nichts verändert, glaube ich. Naja, gut. Hauen wir mal einen Afterburner rein. Ja, der macht auch nicht Caddy. Verändert sich eigentlich was an den Flammen, wenn wir den drin haben? Ich habe ihn jetzt wieder ausgemacht. Sieht jetzt aber nicht so aus, als würde sich da was verändern. Noch mal reinmachen.
Boah, aber mit dem Teil zu treffen, auf die kleinen Ziele, auf die Fahrenden, boah, das wird schwierig. Da weiß ich nicht, ob ich das hinkriege. Guck jetzt mal, ob ich die finde. Ich kann schon mal die Bömpchen aktivieren. Ich hoffe, dass die hier so in einer von den Canyons rumtrudeln. Ich glaube es aber fast nicht. Das sieht jetzt erstmal nicht so aus. Egal, wir machen jetzt mal die Bomb Bay Doors auf. Und die gehen immer in Paaren zu zweit raus. Ja, da drüben sind sie. Okay, machen wir die Bombentür zu. Gucken wir mal, ob wir die... Uiuiuiuiui, da habe ich noch gar nicht geguckt. Moment, das müssen wir uns gleich nochmal genauer angucken. Wenn wir unsere tödliche Fracht abgeworfen haben. Schickes, schickes, schickes... Cockpit. Boah, shitty. Boah, nee, so kann ich keinen Anflug machen. Aber gut, dafür ist das Teil auch nicht gemacht. Ne? Dürfen wir nicht vergessen. Ah, dann können wir doch mal kurz mal hier reingucken. Also das ist ja richtig schick gemacht. Hier auch die Radar-Monitore. Die leuchten sogar so ein bisschen. Das ist nett hier. Schön künstlicher Horizont und so. Joysticks. Sogar mal ordentliche Sitze, weil die Sitze, die wir meistens so haben, die sind echt Panne meistens. Die sind jetzt richtig nett gemacht. Alter, das Ding hat einen Wendekreis. So. Jetzt können wir den Anflug nochmal probieren. Wo sind sie denn? Sind die noch da? Da, ja. Da sind sie noch. Also das sollte eigentlich ganz gut klappen, weil die fliegen so gerade, oder das Teil hier, das fliegt so gerade, das ist wie als wäre es auf einer Schiene drauf, das ist super. So, erstmal. Ersten Wurf voll versagt, aber der zweite und der, wobei, so schlecht war er gar nicht. So, die Hälfte von denen habe ich erwischt. Komm schon. Lol. Treffen ist nicht so eure Stärke, ne? Boah, eigentlich wollte ich sie noch kaputt rammen, aber ich glaube, ich ramme... Ah, doch, es geht. Okay, ich habe sie nicht erwischt, aber passt schon. Nee, richtig cooles Teil, also echt sexy. Und wir nehmen jetzt mal kurz hier noch mal das Cockpit unter die Lupe. Sehr schick gemacht auf jeden Fall. Guck mal, das können wir schön mal auseinandernehmen. Da sind die Rotatoren, die Motoren. Schon sehr, sehr schick gemacht. Hast sie gut gemacht, finde ich gut. Jetzt bin ich rausgetippt, das war dumm. Also das ist definitiv Aspirant für den Sieg über das Thumbnail. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, heute wird es wieder super schwierig. Ich wechsle mal ein bisschen vom Niveau her, in Anführungszeichen, ab. Ich will nicht nur krasse Sachen hintereinander zeigen. Ich nehme jetzt mal als nächstes Grunau Baby 2B von Jutmaem. Soll jetzt aber nicht heißen, dass das schlecht ist. Es ist einfach nur ein ganz anderer Detailgrad, aber was ich meine, werdet ihr nachher sehen. Aber das hier ist auch schon sehr cool gebaut. Es ist nicht einfach irgendwie ein fetter Klotz hingestellt, sondern das ist richtig hohl gebaut. Das finde ich auch geil. Hier mit Cockpit, das können wir uns dann auch gleich nochmal im Modus angucken. Hier haben wir eine Holzkufe. Also wir sind hier wieder im Segelsegment. Lol, warum, wenn ich Schub mache,
Ich gehe die Bremsklappen auf. Okay. Ja gut, das muss ich dann wahrscheinlich aus der Luft starten. Ja. Tau-Coupling. Oh, oder kann ich das von dem Flugzeugträger abschießen? Wie heißt denn das nochmal? Ramp it up? Nee. Aircraft, nee, Beast. Beast Catapult. Es funktioniert auf jeden Fall. Hätte vielleicht nicht unbedingt direkt die Bremsklappen reinmachen sollen. Jetzt bin ich nämlich ziemlich langsam. Das geht einfach so. Okay, das war jetzt nicht so ganz gewünscht. Machen wir hier die 1 rein. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Nö, das geht so. Sehr schön. Jetzt haben wir auch endlich mal was, für was wir den Flugzeugträger hier benutzen können. Komm, und direkt einfach wieder landen. Das bleibt gut in der Luft. Ups. Aber ich glaube, wir gehen lieber direkt in der Luft los. Wobei, warte mal, wir hatten doch mal so einen Angriff auf die USS Tiny aus extremer Höhe. Den hier. So, jetzt können wir nämlich auch mal ins Cockpit gehen. Okay, die Anzeigen sind nicht funktional, das ist schade. Guck mal, da ist hinten die Rennstrecke. Aber Joystick funktioniert. Das hier sind die Bremsklappen. Und hier ist die 1. Ich habe die 1 gedrückt und dann geht dieser grüne Bobbel da rein und raus. Ich frage mich allerdings tatsächlich, was tut das? Ich verstehe es noch nicht so genau, ehrlich gesagt. Aber das ist ein ziemlich guter Segler. Also wir hatten ja letzte Folge schon mal einen. Der war auch sehr nett und gut zu fliegen. Und der hier ebenso. Bleibt schön konstant auf seiner Geschwindigkeit. Reagiert nicht blöd. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir den ordentlich auf Geschwindigkeit bringen. Wobei das scheinbar ziemlich schwierig ist. Mehr als 164 kriegen wir nicht hin. Soll ja wohl gelacht sein. Sieht irgendwie gerade so ein bisschen surreal aus, wie das Wasser so auf uns zukommt und irgendwie seine Form währenddessen verändert. Also 170, 180, das kriegt man mit dem Ding hin, aber sonst auch nicht. So, das notwassern wir jetzt mal. Und dann versuchen wir mal beim Bandit-Flughafen den Anflug. Und schauen mal, ob es funktioniert. Wobei, warte mal. Komme ich vielleicht noch zum Land? Getrimmt kriege ich das. Nicht so richtig. Schwimmen tut es auf jeden Fall nicht. So, Bandit Airport, Final Approach. Sollte hoffentlich drin sein, dass wir da ankommen. Ich habe den Joystick mal gemacht, weil da kannst du einfach schönere Lenkmanöver mitmachen. Ich müsste eigentlich wirklich mal meinen Joystick anschließen. Moment. Festgesaugt. Obwohl gar keine Saugnäpfe dran sind. Hier ist das gute Stück. Ist sogar ziemlich ordentlich, also auch
ordentlich verarbeitet und so. Und was so eine Marke waren, der Thrustmaster, also gar nicht mal so teuer war der damals. Konnte man damals auch für die PS3 verwenden. Aber ich habe tatsächlich aktuell kein Spiel, wo ich so richtig Bock habe, den irgendwie dran zu schmeißen. Also die meisten fliege ich lieber mit Maus oder Tastatur. Oder mit Joystick oder mit Gamepad quasi. Aber so eine richtig geile Flugsimulation habe ich aktuell nicht. Die einzige, die ich habe, ist X-Wing VS TIE Fighter. Und da habe ich momentan nicht so Bock drauf. Wobei, House of the Dying Sun habe ich auch noch. Muss ich auch mal durchspielen, das ist auch nicht so lange. Aber richtig die Muse dazu habe ich auch nicht. Aber ich müsste ihn mal wieder benutzen. Boah, das war doch eine butterweiche Landung, da kann sich keiner beschweren. Also, guter Segler, aber ihr wisst, ich bin nicht so der Super-Segler-Freund. Die sind mir einfach meistens ein bisschen zu langweilig, nicht böse gemeint. So, was nehmen wir als nächstes? Nehmen wir als nächstes die Rheinstahl Forces Weser Class PB1 Delfin. Alter, die Namen sind immer lang. Die sind immer lang. Wo ist es denn? So. The Rheinstahl Forces. Und erstmal ein Stück rauszoomen. The Rheinstahl Forces Weser Class Patrol Boat 1 Delfin is a twin engine powered medium sized patrol vessel. It's used in the RH Navy, Army, Army Police and Coast Guard. It has a 10 cm Kanone. Okay, schlecht. Torpedoes and 2 10 mm Gatling Guns. It's very fast and agile and by that pretty well armored. Throttle and WASD Steering. Okay. Das sieht schon mal interessant aus. Es sieht nämlich nicht so glatt poliert aus wie die anderen von der Rheinstahl. Plotte, nenne ich es jetzt mal. Oder aus dem Rheinstahl-Line-Up. Das könnte auch russisch sein. Finde ich. Also, das sieht so ein bisschen, finde ich, so, als wäre es ein russisches Fabrikat. Da könnte ein. Uff. Das hier will ich ausschalten. Oder was sagt ihr? Bin mir nicht sicher. Schon sehr, sehr hübsch hier macht. Da so, gucken wir erstmal. VTL und Trim. Wie kriege ich in die Kiste an überhaupt? Das fährt nämlich nicht. Throttle vielleicht. Hallo? Bin mir nicht sicher. Es bewegt sich nicht, aber ich höre einen Propeller. Ich verstehe es gerade nicht. Ach so, na. Okay, man muss wirklich W drücken, dann geht's. Sorry, da habe ich gerade mega auf dem Schlauch gestanden. So, gucken wir uns die Kiste mal an. Was ist alles drauf? Also wir haben auf jeden Fall ein bisschen Ladung dabei. Wir haben einen Kran. Ich bin gespannt, ob der funktioniert. Wir haben hier die zwei Gatlins. Die 10 cm Kanone, 100 mm. Schießt wahrscheinlich Raketen. Dann Torpedos. Was haben wir noch? Sonst erstmal nix. So, auf der 1. Autoel Trim 25 mm. Main Kanone eher. Was denn jetzt? 25 mm oder 10 cm? Da musst du dich mal entscheiden, Kollege. Ne? So, und die schieße ich genau wie? Cam F7, okay. So, wie schieße ich die Möhre? Use the rockets to shoot. Jo. Das ist dann wohl die hier. Okay, warum gehen diese einfach so nach unten? Ich frag mich, wie die Raketen da reingemacht sind. Weil es sah gerade nicht nach einer
nach einem Pod aus, einem Rocket Pod. Interessant. So, F5. Wir gehen zu den Torpedos auf der 2. Okay, die fahren einfach nur so raus. Hier steht richtig. Ja, die können auch nicht mehr bewegt werden. Und ich habe die doch ausgeschaltet. Die Raketen. Stop it. Bin verwirrt. Naja. Blup. Mach's gut. So, jetzt will ich mir eigentlich von außen angucken, weil da finde ich es viel interessanter, wenn sowas rausploppt. Blup. Das ist schon sehr nett gemacht. Wie ist das eigentlich bei Simple Plans, die... Wie sind Torpedos? Weil es gibt doch keine Torpedorohre, die hast du doch selbst gebaut, oder? Sehe ich das jetzt falsch? Bin mir fast sicher. Müssen wir gleich mal gucken, ob es Torpedorohre gibt. Ich glaube nämlich nicht. Dann hatten wir noch zwei 10mm Gatlins. Ich finde es übrigens cool, wenn man die ausfährt, dass die sich dann richtig stellen direkt und wieder einfährt. Finde ich sehr nett. So, dann die Gatlins. So, die kann man auch mit V2L treiben. Kann ich mich selber killen? Ja, kann ich. Mache ich aber nicht. Ich weiß, den Richtbereich kann man so ein bisschen einstellen, aber nicht hundertprozentig. Also das funktioniert wundervoll. Die 5, dann müssen wir auf No cam on a function button, but exist just click through. Ja, gut. Alle Dude. So, kommen wir. Nein, machen wir nachher. Nachher zerstören wir unser Boot. Was haben wir noch im Angebot? Searchlight. Da gehen wir wieder lieber in die Außenansicht. Ah, da. Kann man das bewegen? Ne, bewegen kann man es nicht. Dann Blinking Police Light. Ach. Lol. Eben habe ich gedacht, hä, was zum Fick? Da werden ja, wird ja Sound getriggert. Nein, aber hier ist tatsächlich gerade eine Polizei draußen vorbeigefahren. Oder ein Krankenwagen, ich weiß nicht genau. So, und never deactivate the Radar auf der 8. Passiert erstmal noch nichts. Aber das ist ein richtig, richtig schickes Patrouillenbootchen. Ich würde es mal feiern, wenn bei solchen Schiffen der Anker funktionieren würde, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das machen könnte. Vielleicht ganz viele, Scharniere aneinander zu packen. Die sehen ja dann auch aus wie die Kette in Simple Plans. Und das funktionieren würde, das fände ich eine coole Sache. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir unser Bootchen schreddern können. Und... Nein, können wir nicht. Da hat jemand mitgedacht. Kollision ausgeschaltet. Sehr schön. Hat das auf der anderen Seite auch gemacht. Ja. Okay, also wir können unser Schiff nicht zerstören. Nicht schlecht. Ich glaube, das ist ein ziemlich großer Fortschritt. Deswegen vielen Dank für das Machwerk. Also auch definitiv Kandidat fürs Thumbnail. Aber wir haben ja noch zwei. Bei Planespotting, das ist ja das zweite Werk, das er einschickt. Das wird es, glaube ich, noch nicht aufs Thumbnail schicken. Aber es ist eine Spitfire. Zumindest steht es da, dass es eine Spitfire ist. Aber das müssen wir uns jetzt mal genauer angucken. Was für eine Spitfire ist es denn? Eine MK-78, okay. Die ist mir jetzt nicht bekannt. Wusste nicht, dass der
Zweite Weltkrieg dann doch so lange ging. Oder. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist ja witzig. Es gibt von. Ich habe gerade einfach nur mal das eingegeben. Es gibt von der Firma Triumph, das ist ein Fahrzeughersteller, den werden aber die meisten von euch wahrscheinlich nicht mehr kennen. Spitfire, auch aus dem Baujahr 78, aber das ist dann doch wieder was anderes. Aber eine Spitfire an sich mit 78, die gibt es dann leider doch nicht. Boah. Und es ist leider schon viel zu dunkel und deswegen werde ich müde, es ist zum Kotzen. Ich bin wie so ein Vogel. Wenn du einen Vogel über seinen Käfig ja so ein Tuch drüber legst, dann pennen die ja auch ein und so ist das bei mir auch. So. Gucken wir mal, was die Möhre kann. Es schwankt schon verdächtig. During takeoff, you have to pull the elevators a little bit. Alter. In the air, leave the ailerons neutral until 200 mph. Das Ding kriegt doch gar keine 200 drauf. If you lose control in the air, leave everything neutral for a moment. Habe ich getan. So, wir sind jetzt bei 200 Sachen die Stunde. Das heißt, es sollte jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Interessanterweise zieht das Ding jetzt voll an. Das muss man... Oh, sorry, ey. Das muss man tatsächlich mit Joystick fliegen. Anders... Nee, auch mit Joystick ist es echt schwierig. Das ist nicht böse gemeint, aber es fliegt halt echt nicht gut. Interessante Perspektive, das finde ich schon wieder ganz nett. War knapp. Bin mir noch nicht sicher, wie ich das Ding wirklich hundertprozentig handeln muss. Ich mache gerade nichts übrigens. So. Okay, ist bei der Joystick. Aber... Wie heftig. Jetzt mache ich gerade nichts. Wie heftig es reagiert, wenn die Geschwindigkeit zu niedrig wird. Das Problem ist, alleine durch eine Lenkbewegung kann die Geschwindigkeit viel zu niedrig werden. So, ich habe die Kontrolle verloren. Man soll ja dann einfach nichts drücken, aber ich glaube, der Zug ist in dem Moment gerade abgefahren. Nee. Das ist leider nicht Planespotting. Das. Funktioniert einfach nicht gut. Es sieht schick aus, muss ich sagen. Es sieht halt aus wie so ein kleines Modellflugzeug. Aber... Er taugt leider nicht. Dann, also ich mache jetzt mal ganz, ganz kleines bisschen. Die Elevators soll man ja drücken beim Starten, damit das Ding halt nicht nach vorne abschmiert. Super schwierig. Vor allem, dass das direkt so krass nach hinten kippt, das ist nicht normal. Das sollte so nicht sein. Auch dann auf die 200 Sachen zu kommen, ist nicht so einfach, wie es sich vielleicht anhört. Man könnte jetzt sagen, du bist nur einfach geradeaus fliegen. Ja, so einfach ist es leider nicht. Wenn man es so ganz sanft fliegt, dann geht's. Aber ich werde nicht versuchen, das Ding zu landen. Ach komm, doch, ich versuch's. Es wird aber sowas schief gehen. Ich bin mir nicht sicher, wie es handeln soll. Mal schauen, Stückchen, 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 Stückchen. Stückchen. Was macht es? Naja, gelandet sind wir, aber nicht schön. Also, ja, gut. Center of Mass und Center of Lift aufeinander ist nicht gut. Das sollte ein wenig versetzt sein. Aber...
Ich würde dir empfehlen, versuch's noch mal ein bisschen mit der Gewichtsverteilung, weil da kannst du noch ordentlich was rausholen. Aber so momentan ist es halt echt schwierig zu fliegen. Das ist ausbaufähig, sag ich mal. Aber trotzdem, ist ein hübsches Flugzeug. Spitfire 78 gibt's zwar nicht, aber es ist halt eine Eigeninterpretation. Das finde ich gut. Aber die Flugeigenschaften, die müssen besser werden. Nee. So. Und zum Abschluss, glaube ich, für mich noch so ein bisschen das Highlight von heute: den Diesel Punk Racer 88 von Petra Schack-Paschulte. Falls ihr euch noch erinnern könnt, wir hatten ja mal die Dragon. Wie hieß denn das? Scheiße, wie hieß denn das? Cobra. Ne? Boah, ich hätte es nicht auswählen sollen. Und, ne, wobei nicht die Cobra. Oh, verdammt. Die da, die suche ich. Hier, yeah, die Dragonfly. Ne? An die erinnern wir uns noch. Wir hatten ja mal die Luftschiff-Challenge. Das ist ja, das war so ein schönes Teil. Also muss man immer noch einfach staunen, wie cool das Ding ist. Und die gute Petra, wenn sie denn eine Frau ist, ich weiß es bis heute nicht, hat im Prinzip das hier genommen und ein Rennauto daraus gemacht. Und das ist schon sehr, sehr cool geworden. Das erste, woran ich denken musste, war von Werner, das muss Kesseln, glaube ich. Ist es, das muss Kesseln? Ich weiß es nicht mehr. Rennwagen, war das der Rennwagen? Boah, ich weiß es nicht mehr. Also auf jeden Fall einer der Werner Kinofilme. Ich gucke gerade nach, welcher Kinofilm das war. Auf jeden Fall, Werner hat da so ein Rennauto gebaut. Und mit dem Sternmotor von einem alten Flugzeug. Und auch so, das hat mich da super dran erinnert. Boah, mir fällt dieser verkackte Film nicht ein. Das ist ja zum Kotzen. Werner Film Rennwagen. Krass, man findet nur reale Bilder. Brösel, weil der baut ja auch super viel eigenes Zeug. Naja, wurscht. Ihr wisst vielleicht, was ich meine, wenn ihr diesen Film kennt. Und das hat mich halt super daran erinnert. Und es sieht so cool aus, dass es funktioniert halt als Rennwagen genauso gut wie als Luftschiff. Du könntest da auch Flügel dran bauen und es wird immer noch funktionieren. Hier vorne so richtig schön mit einem Bullenfinger. Also hier vorne sieht es halt sowas von nach Zug aus und das ist so cool. Das feiere ich immer noch. Wie blöd. Ach komm, wir machen mal eine kleine Spritztour auf der Insel. Das haben wir nämlich, glaube ich, noch nie so richtig gemacht. Die Suspension war wohl extrem schwer zu bauen. Kann ich mir durchaus vorstellen. Und hier auch schön mit Fehlzündung und sowas. Oh, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Nicht so schnell. So. Warum ist da eine 88 drauf? Will jetzt nichts unterstellen, weil auch 88 mein Geburtsjahr ist. Aber so, gucken wir erstmal. Roll to turn. Machen wir schon. Boah, das Ding ist ja ziemlich gut gebaut, ziemlich gut gefedert und ob es unkaputtbar ist, weiß ich noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall für die Landstraße gebaut. Man merkt es. So. Gruppe 2 und VTOL to activate the Turbo. Habe ich gerade so ein bisschen Angst hier bei der Strecke vor. Wenn wir auf der Brücke sind, können wir das machen. Und 3 to activate the Extreme Gyro in case you flip. Ach so, Extreme Gyro. In case you flip over. So, wenn wir auf der Brücke sind, hauen wir mal richtig schön in den Turbo rein. Bremsen. Da.
So, wir hauen die 2 rein. Sagt Stopp. Wir hauen die 2 rein und... Wie cool ist das bitte? Okay, da habe ich nicht aufs Lenken geachtet, hätte ich vielleicht tun sollen. Aber passt. Wir gehen lieber auf die Rennstrecke, ne? Oder wobei, wie heißt die andere Rennstrecke? Mirage Speedway. Da waren wir schon 1000 Jahre nicht. Das ist nämlich auch ein ganz hübsches Bild, ne? Oh, das sieht so cool aus. Feiere ich gerade so ein bisschen das Bild. Ich weiß, Eigenlob stinkt und so, aber das sah gerade echt gut aus. Hat mir gut gefallen, das Bild. So, und jetzt gucken wir mal, wie das Ding auf einer Strecke performt. Vielleicht sollte man nicht mit Vollgas in eine Kurve gehen. Ist vielleicht nicht so clever. Nicht so hundertprozentig clever zumindest. Turbo. Ne, den lassen wir lieber aus. Es ist ziemlich schwierig tatsächlich mit dem Gas zu spielen. Also... Das finde ich nicht so ganz glücklich. Also ich verstehe zum Beispiel nicht, warum da nicht WASD einfach genommen wurde. Also vielleicht gibt es da einen Grund für. Gerne mal in die Kommentare schreiben, Petra. Aber das ist super unglücklich, wie ich finde. Das ist nicht so angenehm. Macht für mich auch einfach keinen Sinn. Wenn, wie gesagt, es kann sein, dass es da irgendwas gibt, was ich nicht weiß, aber so ist es einfach nur extrem unkomfortabel. Stimmt, das Cockpit, das müssen wir uns noch angucken. Ist halt alles aus Edelstahl und... Schwer, lol, das. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Da sind ja Waffen drin verbaut. Das steht auch nirgends. Wieder die schönen mit den Patronenhülsen. Die sind echt schick gemacht, muss ich sagen, die MGs. Auch wie sie verbaut sind. Lustig, wie das aussieht. So, aber jetzt müssen wir noch mal ein bisschen nach Details gucken. Da unten ist da eine Kamera dran, oder was ist das für ein Pinöbel? Bin mir nicht sicher. Naja, mal kurz hier ein bisschen reingucken. Ja, das ist halt so richtig. Boah, ich find's cool, da kann man sich wieder richtig schön nach hinten umgucken. Das finde ich so genial gemacht. Finde ich so klasse. Und was wollte ich denn eigentlich machen? Ich wollte irgendwas noch machen. Ach genau, die Türen wollte ich noch aufmachen. Die haben wir nämlich voll vergessen. Das sind halt Türen, ne? Und jetzt machen wir noch die 3 Extreme Gyro. Wobei. Die Frage ist ja tatsächlich für mich, wie schafft man es in dem Spiel zu flippen, aber nicht zu explodieren? Ist mir ein Rätsel. Naja gut, wir machen jetzt einen Raketenstart und während wir die Welt von oben sehen und unsere Probleme gar nicht mehr so groß sind, wenn wir jetzt den Gesamtüberblick haben, würde ich sagen, was ist für heute. Ich schalte mich nochmal mit dazu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ihr seht gerade, es fängt nämlich gerade an zu krisseln. Wird langsam zu dunkel. Boah, das ist jetzt gerade einfach zu hell. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und
Challenge-Ankündigungsvideo kommt auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben nach da. Und vielleicht ein Kommentarchen. Ne? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüssi.